Bayek. Es ist so lange her. Flavius ist tot. Ich habe viel durchgemacht, um unseren Sohn aus der Duat zu holen. Chemo hat nun Frieden. Möge er durch die Gefilde der Binsen wandeln. Ich fahre nach Rom, um... Rom? Hast du immer noch diese närrischen Ambitionen? Ich habe Fehler gemacht. Du hast Fehler gemacht. Aya? Du vergeudest deine Energie. Ah. Du bist der berühmte Magi. Phanos spricht die ganze Zeit von deinen Heldentaten. Ich habe eine Gruppe gesammelt. Das sind Brutus und Cassius, unsere römischen Brüder. Wir erledigen diese verfluchten Bastarde aus Übersee. Septimius und Caesar. Der Orden ist nicht mehr nur ein ägyptisches Problem. Herrscht Kleopatra denn noch? Es gibt keinen Herrscher in Ägypten. Es ist der Gnade von Tyrannen ausgeliefert. Unsere Königin hat uns für Rom verlassen. Hier hat sich nichts verändert. Memphis wird vom Orden kontrolliert. Aya, wir brauchen dich. So kann ich es nicht enden lassen. Ah ja, diese verfluchte Sphäre sollte für immer versteckt werden. Sie bringt nur Schmerz. Unsere Siege haben sich vervielfacht, unsere Liebe nicht. Wie sollte sie das auch? Alles hat immer gegen unsere Liebe gesprochen. Du hattest recht. Es geht um etwas Größeres. Unsere Liebe lebt in der Duat. Aber jetzt lassen wir sie los. Lass die Götter entscheiden. Die Götter sind tot. Wir opfern unser eigenes Leben für die gute Sache. Diese Finsternis war nicht umsonst. Es war falsch, so leichtfertig in der Öffentlichkeit zu töten. Wir müssen im Schatten arbeiten. Ägypten ist gefallen. Griechenland auch. Und Rom wird auch fallen. Alle fallen durch uns, und doch wird es niemand wissen. Wenn wir Attentate ausführen, dann töten wir nur jene, die es verdient haben. Die kranken Seelen, die uns kontrollieren wollen. Aber sie erfahren nie, wer wir sind. Kalte, berechnende Todespoeten. Damit kann ich leben. Schließlich bin ich kein Vater mehr. Und auch kein Ehemann. Und ich bin kein Magi. Ich bin ein Verborgener. Ja.
Wir sind die Verborgenen. Wir schärfen unsere Klingen und lassen die Hoffnung sprießen auf dieser schlechten Erde. Gut, Ayek von Siva. Wofür willst du stehen? Ein neues Bündnis. Unseres ist vorbei. Bibti, ich hätte auf dich hören sollen. Oh, Habibti. Das müssen nicht deine letzten Worte sein. Wer zum Teufel bist du? Kommt dir der Name William Miles bekannt vor? Der Assassine? Dann weißt du, wer ich bin. Wir, die Assassinen, haben dich beobachtet. Es ist ungewöhnlich für eine Angestellte von Abstergo, sich für Revolutionen zu interessieren. Da hast du recht. Wir wissen von deiner Arbeit mit dem Animus. Erstaunlich, was du und Diana geschafft habt. Die? Sie haben euch reingelegt, oder? Sophia Rickon hat euch so viel versprochen. Das reicht. Wir reden nicht über sie. Gut. Es gibt genug anderes zu bereden auf unserer Reise nach Alexandria. Du glaubst, dass ich dich begleiten werde? Tja, welche Optionen hast du denn? Du kannst mich begleiten. Oder du kannst hierbleiben und den Totentanz nochmal tanzen. Und nochmal, bis du einen Fehler machst. Sie brauchen nur einen Fehler. Du kannst nicht zurück in dein altes Leben, Layla. Das hatte ich nie vor. Aber du könntest endlich mitarbeiten am Animus-Projekt. Unserer Version davon. Und bei uns steht es dir immer frei, alles auf deine Art zu machen. Na gut. Probieren wir's. Das heißt nicht, dass ich auf deiner Seite bin. Das reicht. Was soll das? Halt doch mal Abstand, ja? Diese Modifikationen sind brillant. Was du mit der Dialyseeinheit gemacht hast. Du musst Rebecca kennenlernen. Ihr zwei werdet ein Mordsteam. Und dann würdet ihr wahrscheinlich jemanden ermorden. Ja, dich. Der Animus ist die beste Art, dem Typ aus dem Weg zu gehen. Ist das für Foxy das? Ein Geschenk? Nein. Ein Relikt. Ich will nicht darüber reden, Damastes. Ist das nicht Bayex? Überlass es mir, ich bringe es selbst zu Foxy das. Er liebt solche Dinge. Ich töte dich. Wie wär's damit? Ich bin nicht in der Stimmung für Diskussionen. Morgengrauen passierten wir Neapolis. Bei starkem Wind erreichte das Forum Romanum in 2 Tagen. Es ist aus zwischen euch, hm? Ich spüre es. Keine Entscheidung ist einfach. Du bist eine Auserwählte. Und nun bist du frei. Wie ich. So beginnt ein neuer Tag.
gleich. Normale Fahrt. Im Rhythmus bleiben. Raumgeschwindigkeit. Mehr Tempo. Eine römische Flotte voraus. Siehst du sie? Aber lass deine Deckung nicht fallen. Wir müssen annehmen, dass sie uns erwarten. Du klingst ganz begeistert. Begierig, alter Mann. Begierig, den Abschaum zu erledigen und mich dem nächsten Abschaum zuzuwenden. Unendlicher Abschaum! Das ist die Welt, in der wir leben. Rudert schneller! Mehr Tempo! Mehr Geschwindigkeit! Wir sind entdeckt worden! Die Fackeln rufen die Flotte herbei. Bereitet euch vor! Da kommen sie! Vorwärts, Männer! Bedeckt die See mit ihren Schiffstrümmern! Die Ruder! Allala! Allala! Ah, die Lieder, die man über uns singen wird, wenn dieser Tag zu Ende ist! Wenn das geschieht, Foxidas, wickle ich mich in Seetang wie eine Sirene und singe lauthals mit! Ich nehme dich beim Wort! Glaub mir, du würdest es bereuen. Bring wir's hinter uns! Versenkt. Jetzt wartet nur noch einer auf den Abgrund. Feuer! Achtung, Pfeile! Feuer! Im Rhythmus bleiben! Die hetzen Feuerschiffe auf uns! Götter. Unsere Flotte ist zu dicht formiert. Sie erwischen uns! Wir sind in der Unterzahl! Da sind zu viele Höllenschiffe! Wir versenken sie, bevor sie uns erreichen. Wenn sie uns treffen, sind wir erledigt. Versenkt sie! Feuerschiffe voraus! Die sind überall! Achtung, Pfeile! Feuer! Yes! Feuerschiffe Backbord! Dagegen anzukommen? Ich wüsste nicht wie. Unsere Flotte ist zerstreut. Die Verbündeten vom. Wir sind erledigt. Reiß dich zusammen, du alter Seebär. Rette dein verdammtes Schiff. Noch eine Flotte da. Verdammt. Zeus pisst vom Gipfel des Olympus auf unsere Köpfe. Nein, nein. Brutus und Cassius. Sieh doch. Und mit ihnen die Katapulte. Setz sie ein. Deckung. Männer. Fürchtet dieses Biest nicht. Es ist ein großer und dicker Wal. Aber wir tanzen um ihn herum wie Fische in einem Teich. Du warst kein Poet in deiner Jugend, oder, Foxidas? Hohoho, ich hätte einer sein sollen. Und auch ein Philosoph. Was wir alles hätten sein sollen. Millionen Dinge, schöne Aja. Du musst deine Memoiren schreiben. Vielleicht mache ich das. Und wenn du eine Ausgabe in die Bibliothek schmuggelst,
lebt unsere Legende weiter. Sicher wird dieses Kapitel das meistgelesenste von allen. Formiert euch mit den anderen, denn heute segeln wir gemeinsam. Zu welchem Hafen bringst du uns? Ich probiere es in einer Stadt namens Antium. Viele Handelsschiffe segeln dort ein und aus. Es sollte sicher sein. Von da ist es ein halber Tagesritt nach Rom. Es ist nur eine Frage von Tagen, bis Caesar offiziell zum Tyrann erklärt wird. Da ist er. Das Volk liebt euch, Caesar. Ihr seid ein Gott. Der Senat wird sich nicht so einfach beugen. Dieses Parlament gackernder Hennen. Lasst mich euer Wolf sein. Geht. Tut nichts, bis ich das Zeichen gebe. Also ist Caesar jetzt der König des Ordens? Caesar ist der Vater des Verstehens. Du und Caesar werdet sterben. Du mischst dich in die Angelegenheiten des Ordens. Der Orden ist größer als Rom. Geh zurück nach Ägypten mit dem Rest der Lügner und Sklaven. Ha. Dank dir verstehe ich, warum ein Mord gerecht sein kann. Ich befehlige Armeen. Ich bewirke Großes. Ich werde deinen Orden aus den Chroniken löschen. Knie vor Caesar! Knie vor Rom! Ich stehe gern auf der Gewinnerseite. Wir schreiben die Geschichte. Caesar wird dir in die Vergessenheit folgen. Dein Sohn hat sich vollgepisst, als er das Messer sah. Ich werde dein Herz an die Geier verfüttern. Du hast keine Ehre. Du hast mir alles genommen. Ich bin ein Gabinianer. Ich dachte, du läufst davon, meine Kleine. Wieso bist du nicht einfach verschwunden? Diesmal ist Flavius nicht hier, um dich zu retten, Septimius. Keine römischen Abmachungen. Sei verflucht, Lupa. Das Herz meines Sohns. Für dein Leben. War Rache alles, was du wolltest? Du und der Magi sollt die Laken heute Nacht mit eurem Schweiß tränken. Der starb. Beim Orden. Ich diente ihnen und deinem Ägypten. Ich werde in der Nachwelt belohnt.
Eine Ewigkeit des Trinkens und Hurens mit meinen Brüdern. Das Einzige, was dich erwartet, ist Vergessenheit. Deines Namens, deines Ordens und der verrottenden Leichen deiner Gardinianer. Apophis, verschlinge dein stinkendes Herz. Ugh. Caesar muss mit dem Rest des Senats in der Kuria sein. Hier wimmelt es nur so von Soldaten. Siste, confute! Ich verlange nur dies, dass ihr gemeinsam mit mir ein neues Rom erbaut. Ein Rom mit dir als König? Lasst Caesar sprechen! Wir wollen ein Rom, das Gerechtigkeit, Frieden und Land für alle Bürger bietet, nicht nur den wenigen Privilegierten. Du bist genauso privilegiert wie ich. Ich bin kein Diktator auf Lebenszeit. Eine Ehre, die mir die Bürger Roms zuteil werden ließen. Hätte ich dieses Geschenk ablehnen sollen? Du hättest zuerst an Rom und dann an dich denken sollen. Ich werde die Republik ver... Der Tyrann ist tot! Ihr seid nun frei! Kenne ich dich? Du
Flucht, die aus den Schatten zuschlägt? Das gleiche Schicksal blüht allen Despoten. Letztendlich ist es unmöglich, nicht zu werden, was andere in einem sehen. Und ich war ein Gott! Es gibt jetzt ein neues Credo. Rom ist die Ewige! Sie fällt nicht an dich oder deinesgleichen. Freiheit wird nicht gegeben, Caesar. Man nimmt sie sich. Requiescat in pace, Caesar. Was hast du getan? Caesarion wäre auf dem Thron von Rom. Hört doch, wie sie euch auf den Straßen nennen. Die Hure eines toten Tyrannen. Wir sind noch deine Königin. Ihr seid nur die Königin von Lügnern und Schlangen. 5 Jahre kämpfte ich für euch. Unser Volk hat euch angebetet. Apollodorus starb für euch, für Ägypten. Für Ägypten? Wir sind Ägypten! Dann seid die Herrscherin, die unser Volk verdient. Sonst wird euch nichts von meiner Klinge retten können. Ihr seid die Letzte der Pharaonen. Bajek. Caesar wurde bereits eliminiert. Septimius ist ebenfalls tot. Ich habe nun ein Büro für uns mitten in Rom. Doch niemand weiß von unserer Existenz. Wie Amun sind wir die Verborgenen. Ich glaube an dich. Die Ironie der Freiheit. Wir sind voneinander befreit. Doch es bringt mir keine Freude. Wir müssen immer weiter unseren Sturm blutiger Poesie aufrechterhalten. Denn trotz allem tanzen wir. Und sie sterben. Aus dem Schatten sind wir gekommen. Und im Schatten werden wir bleiben. Menschen sind nicht für die Ewigkeit bestimmt. Aber dieses Credo schon. Dieses Credo ist das einzig Unsterbliche auf der Welt. Geht nach Hause. Ihr seid frei. Ich will aber nicht alleine gehen. Ich habe Angst. Nehmen wir ihn mit ins Büro? Nein. Ich bring dich nach Hause. Nichts soll dich über die Maßen bekümmern. Denn dein Leben ist kurz und die Zeit fordert ihren Tribut. Auch ich bin nicht mehr die, die ich einst war. Ich habe aller Liebe entsagt, die ich einst hatte. Und ich entsagte Aya. Ich tötete Aya. Ich bin jetzt die Verborgene, namens Amunet.
sich deine Siege vervielfachen. Spring.